Hallo meine wunderschönen Seelensterne, herzlich willkommen zu unserer 11.11 Portal Reading für morgen. Ich will eigentlich gar nicht lange reden, bis auf gewisse Informationen, die ich von meinen Guides bekommen habe, aber auch zu geführt worden bin in Bezug auf die Zeitqualität gegenwärtig und immer wieder die gleiche Aufforderung an uns alle, nach innen zu gehen und wirklich uns von dem Lärm im Außen zu distanzieren. Vor allem von den ganzen Massenmedien und diese ganzen Dramen, die jetzt da gegenwärtig einen Höhepunkt erreichen, die einfach nur noch lächerlich ist. Und ich denke auch, dass man das auch wahrnimmt. Man merkt das. Man merkt, dass da Dinge nicht so richtig laufen, wie sie laufen sollten. Und dennoch ist es einfach ein Thema, die jetzt gegenwärtig für das Erwachen zuständig ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, dich davon zu distanzieren, möchte ich dich einfach einladen, das zu tun. Ich möchte mich noch bei allen, die kommentiert haben und sich gemeldet haben für das neue Community, mich unter die Arme zu greifen, herzlich bedanken. Wir haben die 13 Leute zusammen. Und vielen, vielen Dank noch für eure Unterstützung und eure Hilfe und vor allem eure Interesse, diese Community mit mir aufzubauen. Und auch an all die, die einfach mir liebevolle E-Mails geschrieben haben, wo darin stand, dass ich das jetzt schon längst machen sollen und dass sie mich dabei unterstützen werden, das am Leben zu erhalten. Danke dafür an euch alle. Ich bedanke mich auch bei all die, wo auf ihre private Readings warten, da diese leider aufgrund von einem Fehler, der mir passiert ist, bei meinem letzten Reading, die öffentlich gegangen ist, leider spät, wie ihr es mitbekommen habt. Ich musste für die Community ein Video drehen in 4K, 8K-Version und hatte vergessen, das Video wieder zurückzustellen auf normale HD. Und dadurch war die Datei so dermaßen groß, dass mein kompletter PC lahmgelegt wurde und ich musste erstmal so lange warten, bis das Ganze überhaupt freigegeben wurde und dann hat es Ewigkeit gebraucht, bis es auf YouTube hochgeladen war. Ich denke aber, das hat schon seine Gründe und ich habe die private Readings erstmal beiseite gelegt, weil ich meine Arbeit nicht machen konnte und wenn ich etwas nicht direkt hochladen kann, fühle ich mich nicht so wohl dabei, weil es gibt mir so ein Gefühl, dass die Energie sich jederzeit ändern könnte und dann vielleicht das Info, die ich nach außen gegeben habe, nicht aktuell ist. Das heißt, ich werde jetzt heute mit den liegen gebliebenen Readings warten, sind aber auch nicht viele, sind glaube ich 5 Stück. Und die werdet ihr dann bis Ende dieser Woche alle haben und danach starte ich natürlich auch mit meinen Jahresreadings ab dem 23., wenn der Pluto ins Wassermann wandert. Davon bin ich auch sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und dieser 11.11-Portal mache ich spezifisch für unsere Community oder diejenigen, die zu uns geführt werden, als unterstützende Hilfe, was für dich jetzt gerade wichtig ist und was diese Türe für dich öffnet. Dieser 11.11-Portal ist ja wie der 8.8-Portal, eine von den intensivsten. Und ich habe so, was mir meine Guides als Information spüren lassen, ist, dass wir uns jetzt wirklich in dieser Phase befinden, wo Spreu vom Weizen getrennt wird. Normalerweise sind meine Guides immer so, immer sehr liebevoll in ihrer Ausdrücke, aber ich glaube, gegenwärtig geht es wirklich darum, dass diese 4 Dimension, in der wir uns befinden, die 4., parallel noch mit dem 3. mitläuft und dann im Laufe von nächsten beiden Jahre sich jetzt komplett voneinander trennen wird. Was ich jetzt energetisch sehr intensiv wahrnehme in meinem eigenen Umfeld und aber auch mit den Menschen im Außen, dass es nur noch 2 Energien existieren. Eine, wo die Menschen die Wahrheit sehen, erkannt haben, aber komplett in Ruhe und in ihrer Mitte bleiben, in dem Wissen, dass das sowieso nicht mehr lange Bestand hat und dass man erkennt, was los ist. Und jeder hat für sich bereits schon eine Entscheidung getroffen, egal in welche Richtung sich was entwickeln sollte. Dass man sagt, ja, ich weiß, was ich will
und ich habe für mich selbst entschieden, was passiert, wenn es so oder so läuft. Und dadurch ist eine diese innere Ruhe eingekehrt. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sich komplett in Panik und in Spaltung und in Angrifflust und in Aggression befinden. Dass nicht alle diesem Portal übertreten werden, habe ich fast schon befürchtet gehabt, dass ich als Information bekomme. Ich habe sie aber auch bestätigt bekommen durch zwei, drei Channeler und Reader, die ich folge, die in den letzten Monaten sehr in Liebe geblieben sind, auch sehr bodenständig geblieben sind, und die haben genau das Gleiche gesagt, dass auch sie bekommen haben, die Information bekommen haben, dass nicht jeder durch diesen Portal gehen wird, und diejenigen, die jetzt durch diesen Portal gehen, die werden geprüft in ihrer Standhaftigkeit, Authentizität und vor allem in ihrer Licht. Und deswegen kann ich dir, ich kann dir nicht sagen, was du zu tun hast oder was richtig oder falsch ist, aber was ich dir kann auf dem Weg mitgeben, wäre die Einladung, in Liebe zu bleiben, im Mitgefühl zu bleiben, egal in welcher Form auch immer, und dein Licht nach außen scheinen zu lassen, für die, die es brauchen. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem 11.11-Portal-Reading, was für euch, für meine Community, für die, die hier hingeführt werden, wichtig ist zu wissen und welche Türe dieser Portal für dich jetzt öffnet, durch den du jetzt gehst, durch welches Türe wanderst du jetzt durch diesen 11.11-Portal. Ich habe bewusst keine Pick-a-Card-Reading gemacht, weil ich weder möchte, dass der eine die Gruppe ist, die dann eben nicht durch diesen Portal geht, das plötzlich auftauchen könnte, was ich nicht glaube. Aber manchmal sind so Gefühle in mir, wo ich einfach sage, vielleicht ist es besser, wenn du keine Pick-a-Card machst. Sondern, dass ich einfach wirklich die Gruppe anspreche, die hier hingeführt werden. Das wird von meinen Guides dann mit Sicherheit auch so handgehabt, dass diese Leute dann auch entsprechend zu mir kommen. Okay, meine Seelensteppen. Wie immer verbinde ich mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein, und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit. Ich verbinde mich mit Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Und bitte darum, dass mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchste göttliche Licht und allerhöchste göttliche Liebe geladen wird. So mögen meine Worte, meine Gedanken und meine Gefühle heute hier göttlich geführt sein. Durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung verbinde ich mich mit dem kollektiven Energien meiner Community, meine Mitgliederbereich, meine Members, meine Seelensterne, die mich seit Ewigkeiten begleiten, meine Seelenfamilie, meine Freunde und natürlich all denen, die hierhin geführt werden, mit der Bitte, mich zu führen und zu leiten, gemäß göttlicher Weisheit und göttlicher Liebe, um dieses Reading 11.11-Portal machen zu dürfen, wo oder durch wohin führt uns dieses Portal jetzt als Gemeinschaft, als Community oder dem, der hierhin geführt wird und eine Antwort braucht. Ich danke dir. So, dann würde ich mal sagen, ich starte jetzt erstmal und schaue einfach mal, was sind die gegenwärtigen Energien, die am Werk sind. In der Community, bei dir, die sich das anschaut. Dafür arbeite ich mit der Energieportal-Aktivierungskarten. Ich verbinde mich mit dem kollektiven Energie in meiner Community und bitte darum, dass mir gezeigt wird, was ist die gegenwärtige Energie dieser Community, die gegenwärtige Situation, die gegenwärtige Energie, die auf diese Community wirkt. Oder auf diejenigen, die jetzt gegenwärtig dieses Video anschauen. Okay. Wir haben hier einmal die Smaragd-Tafelaktivierung, kosmische Bestellung, göttliche Alchemie, bewusste Manifestation. Und das ist auch tatsächlich so, dass gegenwärtig viele Wünsche sich manifestieren, aber auch die karmischen Zyklen sehr schnell laufen. Das heißt, egal was du nach außen sendest, kommt das relativ schnell wieder zurück.
Tempel der Wahrheit, Halschakra, Authentizität, Ausdruckskraft. Warum überrascht mich das nicht? Tut mir leid. Mein Sohn hatte mich vor einer Woche angesteckt mit seiner Grippe. Und ich habe zwar mit Vitaminen einigermaßen das alles in den Griff bekommen, aber der Husten, der ist dann durchgeschleudert. Und ich habe das, es ist einfach immer so eine Art Reizhusten. Es kommt und geht. Es ist nicht die ganze Zeit aktiv und meine Nase ist auch ein bisschen zu, aber ich fühle mich eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, das ist auch eine Transformation, was jetzt durchgeht. Aber der Husten ist ein bisschen anstrengend, deswegen entschuldige ich mich, wenn ich zwischendurch mal huste oder meine Stimme dann bricht, weil ich dann auskurieren von dieser Grippe bin. Und die dritte Karte kam, die Sirius Sternensegnung. Ja, weiter so, zeigt dich Durchsetzungskraft. Gut. Was ich jetzt hier als Energie, als allererste hier ganz intensiv wahrnehme, ist erstmal, dass es gegenwärtig dieser Community, die jetzt hierhin geführt worden ist, dabei ist, etwas Neues zu manifestieren in deinem Leben, was auch wirklich auch super passt zu diesen energetischen Konstellationen, weil es heißt, dass du jetzt gegenwärtig den Ruf innerlich verspürst nach Veränderung. Du möchtest gerne etwas in deinem Leben in eine andere Richtung lenken. Du möchtest gerne den nächsten Schritt machen, in was auch immer das ist, was du jetzt machen möchtest. Ob das jetzt ist, dass du öffentlich gehst, einen Beruf wechselst, dich wirklich mit dem Thema befassen tust, wohin geht meine Reise jetzt weiter oder was will ich aus meinem Leben machen. Ja, und das ist diese Energie, dass ich jetzt hier sehr stark bei der Gruppe, sage ich jetzt schon, ich habe viel zu viel Pick-a-Card-Readings gemacht, bei euch wahrnehmen, die hierhin geführt worden sind. Und dann haben wir den Tempel der Wahrheit, auch Halschakra, Authentizität und Ausdruckskraft. Gerade diese Karte spricht darüber, dass ihr gerade dabei seid, vielleicht lautstark eure Meinung kundzutun oder ihr arbeitet zumindest mal daran, alles, was in deinem Leben nicht auf Authentizität basiert oder nicht ehrlich ist, aus deinem Leben rauszuarbeiten und vor allem einfach auch vielleicht irgendwie wie in deine innere Kraft zu kommen, wo du einfach sagen tust, okay, ich weiß, dass ich irgendetwas in meinem Leben jetzt wirklich sagen, Ausdruck verleihen muss oder aber das Sakralchakra, der Halschakra, ich merke, dass Merkur im Schatten sich bewegt, der ist ab morgen, ich glaube ab 13. ist der im Vorschatten und der ist leider Gottes im Vorschatten viel, viel anstrengender, als wenn er rückläufig ist. Ich sehe hier, dass bei dir auch um das Thema geht, was ist es, was ich wirklich in meinem Leben möchte. Das ist das Erste, was bei mir jetzt so gefühlsmäßig wirklich reinkommt, wo du dich mit dem Thema auseinandersetzen tust, was will ich? Was will ich vom Leben? Wohin soll es mich führen? Und ist es das, was ich jetzt gerade lebe, das, was ich jetzt gerade mache, wirklich meine Wahrheit? Das Halschakra befindet sich meistens zwischen unserer Schlüsselbein und ist das energetische Zentrum, das alles beeinflusst, was mit Wahrheit, Kommunikation und unserer Ausdruckskraft zu tun hat. Wann immer wir etwas sagen, unsere Stimme erheben oder einfach nur unsere Emotionen rauslassen müssen, wird diese Chakra aktiviert. Ja? Und gegenwärtig ist diese Chakra meiner Meinung nach zu hyperaktiv, auch gesellschaftlich, wenn du mich fragst. Und ich habe das Gefühl, dass es hier bei dir jetzt wirklich darum geht, dass du jetzt für dich selbst Entscheidungen triffst, dein Leben auf dem Ebene zu führen, das für dich richtig und gut ist. Und vielleicht verspürst du auch diesen Ruf von deiner Seele, der dir sagt, hey, die Dinge, wie sie jetzt gerade laufen, schau mal genau hin, was macht dich unglücklich? Wo kompensierst du? Wo bist du unglücklich? Was ist es, was du musst in deinem Leben verändern? Mit dieser Karte wirst du natürlich auch zu der Tempel der Wahrheit transportiert, zu dem inneren Energieportal, das wirklich deine ehrlichste Form des Ausdruckes unterstützt. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier bei dir wirklich um diese Emotionen geht, die durch dein Inneres fließen. Und dass das jetzt bei dir rauskommen möchte. Und wenn du jemand bist, der bis jetzt das eher ignoriert hat, dass du jetzt wirklich beginnen tust, deine Wahrheit Ausdruck zu verleihen, auch wenn es weh tut,
Und dieser Energieportal erinnert dich daran, gerade mit diesem 11-11-Portal, wo es um wirklich Authentizität geht, dass die Wahrheit heilt. Ja? Deine Wahrheit ist deine Wahrheit und es ist wichtig für dich, sie mit jeder Phase deines Wesens zu würdigen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass das nicht deine erste Inkarnation ist, in der du die tiefe Bedeutung von Aufrichtigkeit und Authentizität erkannt hast. Und ich glaube, gerade gegenwärtig sind das genau diese zwei Gruppen. Die eine, wo die Wahrheit erkannt haben und in Liebe sind, und die andere, die einfach völlig in außer Kontrolle geraten sind und in Angst leben. Für dich ist es einfach auch wichtig, dass du dich davon nicht von deinem Weg nicht abbringen tust, egal was in deinem Umfeld los ist. Und es ist auch wichtig, dass du deine inneren Themen, die tief vergraben sind, was du bis jetzt nicht zum Ausdruck gebracht hast, dass du erkennst, dass das deinen weiteren Weg blockiert und dass es jetzt die Zeit gekommen ist, dich genug zu lieben, um die Gefühle zu würdigen, die in dir hochkommen, weil sie nämlich die göttliche Führung sind, die dich in den Zustand der Harmonie bringen möchten. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass du gegenwärtig auch natürlich einiges in deinem Leben dadurch manifestierst. Vielleicht manifestierst du aufgrund von dieser Unruhe in dir genau das, was du nicht möchtest. Ja, die Ängste, der Kummer, Stress. Weil ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr können alles reinschlucken. Es gibt keine Ventil mehr, wo reingeschluckt wird, sondern das hat einfach sofort Einfluss auf dich und deinen Energiezustand und dein Leben. Und gerade mit der Smaragdtafelaktivierung geht es jetzt hier wirklich darum, dass du aufgefordert wirst, dich damit zu befassen, welche Energie du nach außen sendest, die du manifestieren möchtest. Wenn zum Beispiel du merkst vielleicht, dass du einfach gewisse Gaben hast, aus vorherigem Leben oder gewisse Dinge hast, zu denen du dich extrem hingezogen fühlst oder dass es dich anzieht, ist das vielleicht Botschaften an dich, dich mit diesen Themen zu befassen. Selbst wenn du nicht immer verstehst, wie du sie zum Ausdruck bringen kannst, gibt es einen Teil von dir, der weiß, dass du eine große Macht in deinem Inneren verbirgst. Und das ist die Schöpfungskraft. Und ich habe das Gefühl, dass du merkst gegenwärtig, dass es jetzt für dich die Zeit gekommen ist, um diese große Macht zu nutzen, um das zu manifestieren, was du wirklich möchtest, was du brauchst, um dein Leben so zu entfalten, damit du das leben kannst, was du wirklich auch möchtest. Ich sage auch immer, wie oben, so unten. Alle Gedanken, die du nach oben zur Quelle sendest, werden zu deiner Entwicklung auf der Erde beitragen. Und wenn wir mit der Karte Sirius Sternensegnung zu tun haben, dann ist das eine Bestätigung, dass es jetzt die Zeit ist, der Weg, den du einschlägst. Zum Beispiel ich habe mich entschieden, trotzdem, dass ich seit einem Jahr mich davor drücke, diese Community endlich mal zu lancieren. Die steht ja in der Schwebe schon seit einem Jahr. Dass es jetzt wirklich die Zeit gekommen ist, es zu tun. Und das ist so eine Bestätigung, alles, was du jetzt gerade als Gedanke, als Idee hast, wo du umsetzen möchtest, kommt mit dieser Karte und sagt dir, ja, zeig dich, ja. Es ist jetzt Zeit, dass du das tust, mach weiter so mit dem, was auch immer du tust. Zeig dich und hab auch den Mut dazu, dich durchzusetzen gegen das, was in deinem Leben vielleicht gegenwärtig nicht richtig läuft. Und das ist die Energie, die ich jetzt wahrnehme, die hier in dieser Community oder bei denen, die hier hingeführt worden sind, jetzt aktiv am Werk sind. Okay, dann schauen wir uns, ich lasse mich einfach leiten vom Universum, was wir gerade nicht benutzen sollen. Was für eine Frage ist jetzt gerade wichtig? Welche Energien sind es gerade, die deine Aufmerksamkeit besonders
fordern? Was ist es, was deine Energie für diese 11-11-Portal besonders fordert? Spirit, ich arbeite mit der Moonologie, Orakelkarten. Spirit, kannst du mir bitte zeigen, welche Energien sind das, die gegenwärtig die komplette Aufmerksamkeit von meiner lieben Community fordert für diese 11-11-Portal? Welche Energie ist es, was jetzt voll und ganz deine Aufmerksamkeit fordert? Hold your vision. Gib deine Visionen nicht auf. Hold your vision sagt nichts anderes als das, was du manifestieren möchtest. Moment. Das ist falsch. Sorry. So. Dass das, was du manifestieren möchtest, jederzeit manifestierbar ist. Es ist einfach halt wichtig für dich, dass du diese Vision aufrechterhältst, dass du nicht aufgibst, dass du Futter und Energie in diese Idee gibst. Ja. Dann haben wir die nächste Karte. Du bist gut genug. Lass nicht deine Werte von Meinung anderer Menschen abhängig machen oder habe einfach nicht, vergleiche dich nicht mit anderen, bekomme ich dazu. Besonders wenn es um deine Visionen geht, ja. Interessant ist, dass ich die Karte aufmache, wollte reinschauen, da macht direkt das Buch, direkt die Seite auf, was für mich auch so ein Zeichen ist, dass du dir zu viele Sorgen machst, wie du die Dinge in deinem Leben anziehen sollst, ja. Und je mehr du Sorgen hast, desto mehr Sorgen ziehst du natürlich in deinem Leben auf, ja. Und vielleicht bist du zu kritisch momentan dir selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Und vielleicht ist es einfach notwendig, dir selbst gegenüber vielleicht dir zu vergeben oder anderen zu vergeben. Und hör auf, dich selbst zu hinterfragen, ob du das, was du tust, gut genug tust oder kannst tun. Und es ist jetzt die Zeit, dass du deine Karma verbesserst, indem du Gutes für anderen tust. Es ist wirklich für dich jetzt die Zeit gekommen, ehrlich mit dir selbst zu sein und zu verstehen, was sind das, wohin führen die Antworten auf die Fragen, die du dir stellst? Und manchmal ist es aber auch eine Aufforderung an dich, dich selbst nicht unter deinen Wert zu verkaufen, dich selbst nicht mit anderen zu vergleichen, wenn es darum geht, deine Visionen zu verwirklichen, dass du dann vielleicht sagst, ja, ich schaffe das eh nicht, weil die anderen besser sind darin. Nein, das ist ein Bullshit. Die anderen sind nicht besser darin. Die anderen sind in ihrer Qualität genauso perfekt wie du in deiner Qualität. Jeder von uns hat eine einzigartige Gabe. Wir sind hier nicht in einem Konkurrenzkampf. Weder mit anderen Reader, noch mit anderen Heiler, noch mit anderen Channeler. Jeder von uns macht seine Arbeit einzigartig und jeder von uns hat einen Seelenvertrag mit irgendjemandem, die hierhin geführt wird, die genau zu der richtigen Zeitpunkt zu dieser Community stoßen soll, weil es sie auf seinem Weg oder auf ihrem Weg eine Weile begleiten wird. Und vielleicht wird diese Reise lang sein, bis am Ende, oder es wird vielleicht nur eine Weile sein. Aber vertraue einfach darauf, dass alles in deinem Leben sich so entfaltet, wie es für dich richtig und gut ist. Und wir haben hier auch die Karte, ein neuer Start kommt jetzt. Dieser 11-11-Portal möchte dir sagen, etwas Neues möchte sich jetzt entstehen. Etwas Neues möchte nicht nur in deinem Leben sich entstehen, sondern in der Menschheit mit all dem, was hier geschehen tut, möchte etwas Neues entstehen. Aber dieses Neue kann nur entstehen, wenn wir imstande sind, tatsächlich auch etwas dazu beizutragen, das Neue zu füttern, statt das Alte aufrechtzuerhalten wollen. Und wir gehen mit Geschwindigkeit auf die letzte Gerade von dem Steinbock im Pluto im Steinbock und gehen jetzt wirklich auf dem, in zwei Wochen wird sich der Pluto in Wassermann stationieren für die nächsten 22 Jahre und dann werden die Dinge sich beschleunigen und du hast die Chance jetzt, diese Dinge voranzutreiben und wirklich mal diese Zeit jetzt zu nutzen, vielleicht darüber zu meditieren, zu kontemplieren, welche Visionen du verwirklichen möchtest und achte darauf, Visionen sind auch Aufmerksamkeit, Energie folgt dir Aufmerksamkeit. Was bist du gerade am Manifestieren? Bist du in Angst oder bist du in Liebe? Bist du in einer Welt, die positiv ist oder bist du in einer Welt, die negativ ist? Ja? Und balanciere deine Spiritualität und deine spirituelle Seite und deine praktische Seite bedarf ein Gleichgewicht. Mach nicht zu viel von dem einen, nicht zu viel von dem anderen. Ja? Und nimm dir jetzt einfach mal Zeit, um
in deine Kräfte zu kommen, um auszuruhen und dich zu entspannen. Das ist das, was die 11.11-Portal jetzt von dir fordert, deine Aufmerksamkeit fordert. Halte an deine Visionen fest, wisse, dass du gut genug bist und dass du es kannst tun. Vertraue darauf, dass ein Neubeginn auf dich wartet. Und wichtig ist dabei aber, dass du das Praktische und das Spirituelle ausbalancierst, nicht zu viel von dem einen, nicht zu viel von dem anderen und dir wirklich auch eine Auszeit, immer wieder Auszeit nimmst, um zu deiner Kraft zu kommen. Wenn du dich wunderst, was das Wassergeräusch ist, ich habe keine Brunnen hier stehen, sondern das ist die Heizung. Ich bin ja jetzt gewandert in den oberen Stockwerk, das ist jetzt mein Arbeitszimmer, die ist zwar jetzt nur provisorisch, steht sie, weil ich einfach momentan zu nichts komme, zeitlich. Aber vorläufig steht sie jetzt einfach mal so, wie es stehen sollte. Und damit ich wenigstens halt meine Ruhe habe, meine Arbeit machen kann. Und dann meine Tiere auch wieder alle bei mir sind. Das heißt, meine Katzen sind links auf dem Katzenbaum, meine Hunde sind rechts auf dem Sofa und sind alle anwesend während diesen Readings. Und das ist auch gut so. Ich habe sie nämlich alle vermisst. Eine Zeit lang waren die alle getrennt voneinander, weil die Katzen oben waren, die Hunde unten. Und jetzt sind wir alle wieder eins in einem Raum und das finde ich auch sehr schön, weil sie mich dann während dieser Zeit auch begleiten. So, jetzt bewegen wir uns in Richtung Tarot und schauen uns mal an, durch welches Portal dich jetzt die 11.11-Portal mitnehmen möchte. Ich werde aber mit Tarot und mit Orakelkarten arbeiten, und zwar mit der Zitadelle und mit der Symbolic Soul Tarot. Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien, meine Community und all die, die hier hingeführt worden sind, mit der Bitte darum, mir zu zeigen, durch welches Portal führt uns, ich nehme mich mit dazu, dieses 11.11-Portal. Durch welches Portal gehen wir jetzt mit diesem 11.11-Portal? Wohin führt diese Reise uns? Welche Türe öffnet sich jetzt für uns, für dieses 11.11-Portal, durch das wir schreiten werden? Was haben wir an Energie manifestiert? Und wie sieht diese Energie aus, wenn dieses Tor der 11.11-Portal sich für uns öffnet? Ich werde erst alle Karten ziehen, bevor ich sie deute. Vierte Scheibe. Welche Türe öffnet sich für uns? Wow. Der Tod blickt sogar noch auf die vierte Scheibe. Also das Pferd guckt da drauf, aber es ist so ein Symbol für mich, das ganz eine Botschaft übermittelt. Sehr schön. Siebente Stäbe. Durch welches Portal führt uns jetzt dieses 11.11-Portal? Was sind diese Portale? Welches Portal öffnet sich jetzt für uns, für dieses Community? Sehr viele große Arkanen, der Tod, der Wagen, der Herrscher.
sind zu viele Karten, deswegen. Kannst du bitte noch eine? Die Herrscherin, der Divine Masculine, Divine Feminine Energie. Interessant, dass der Eremit auf den Kopf kam. Ja, auf den Kopf bedeutet die Schattenthemen, aber ich habe auch das Gefühl, dass das spezifisch auf den Kopf kam, um mir die Mitteilung zu geben, dass diese Stillstandphase, diese Kontemplationphase, in der du dich bis jetzt befunden hast, nun ein Ende findet. Das ist das, was ich jetzt reinbekomme. Ich habe jetzt aber noch eine Karte, die rausgeflogen ist. Das war der Reiter des Schwertes. Ja, okay. Gut, dann lass mich mal kurz reinspüren, was ich da bekomme an Informationen. Okay, also. Was ich als allererste bekommen habe, mein allererstes Gefühl hat sich bestätigt, dass die vierte Scheibe Energie darüber sprechen tut, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die du vielleicht dich daran geklammert hast und festgehalten hast, was natürlich aber auch zum Herzchakra-Blockaden gefühlt haben. Hier geht es aber auch darum, dass es hier mit diesem Community darum geht, dass du Dinge loslassen wirst, die mit deinen Sicherheitsbedürfnissen zu tun hatten. Und der Tod spricht immer darüber, etwas neigt sich dem Ende zu. Etwas geht komplett zu Ende und fordert von dir auf, dass du es jetzt loslässt. Und was ich hier sehe mit dem 11-11-Portal ist, dass vielleicht vor 13 Jahren irgendetwas in deinem Leben zu Ende gegangen ist, an dem du aber bis heute noch festgehalten hast. Ob das jetzt war, dass du in deiner Vergangenheit aufgrund von dieser Erfahrung, die damals passiert ist, eine extreme Sicherheitsbedürfnis entwickelt hast, deine Herzchakra blockiert hast, angefangen hast, eine Allüre zu entwickeln, mehr auf Sicherheiten zu achten statt auf Lebendigkeit, und da hast du sehr viel Lebendigkeit eingebüßt, Verlassenheitsängste dadurch entstanden sind, oder du einfach auf fixen Ideen beharrt hast. Vielleicht hast du auch in deiner Vergangenheit mit diesem vor 13 Jahren, ich sage, es kann für manche von euch vor 13 Jahren sein, es ist aber auf jeden Fall etwas, was schon längere Zeit am Werk ist. Es ist nicht etwas, was gerade jetzt passiert. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es damals, als das passiert ist, als das mit dem Tod passiert ist, hat dazu beigetragen, dass du einen hohen Preis bezahlt hast, indem du vielleicht ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis entwickelt hast. Vielleicht aber auch an der Situation, was auch immer passiert ist, mit Wut, mit Schmerz, mit Kummer, mit Leid festgehalten hast. Eine Form von Zwanghaftigkeit entwickelt hast, wo kann mit einem Suchtverhalten einhergehen. Dein Herzchakra blockiert hast. Dass du gesagt hast, ich mache nie mehr wieder mein Herz auf, um jemandem zu vertrauen. Verlassenheitsängste entwickelt hast. Und angefangen hast, eine Situation in deinem Leben zu entwickeln, wo es dann darum ging, dass du vermutlich bei allem, was du getan hast, auf Nummer sicher gehen wolltest und jegliches Risiko ausgeschlossen hast, so dass es dich zu einer Form wie Stillstand gebracht hat, zu einer Form von Stagnation, egal in welcher Form. Stagnation kann sich in vielerlei Hinsichten zeigen. Es kann sich zeigen in Form von gesundheitlichen Problemen, in Form von Stillstand in gewisse Bereiche deines Lebens, wo nichts mehr vorangeht, wie zum Beispiel, wenn du wolltest Diät machen und abnehmen, das hat einfach nicht mehr funktioniert und du bist einfach immer auf dem gleichen Level geblieben, oder dass du in gewisse Projekte in deinem Leben nicht mehr weitergekommen bist und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass was das 11-11-Portal jetzt für dich die Möglichkeit öffnet, die Türe öffnet, dass es dir vielleicht sogar zwingen wird, das wirklich loszulassen. Ob das jetzt deine Ängste sind,
was natürlich die positive Seite der Sache wäre, oder deine Geiz ist, deine übertriebene Sicherheitsbedürfnisse sind, deine Festhalten ist an gewisse Dinge, dann wird das vielleicht dir jetzt entweder bewusst, dass du es nicht brauchst, oder aber es wird tatsächlich aus der Hand gerissen. Ja. Und ich sehe aber auch hier, ich muss ja immer die positive wie auch die negative Seiten beachten. Ja. Und ich sehe hier, der Tod ist schon vorausgegangen, während das Pferd zurückblickt. Und das ist das, was ich eben ganz am Anfang dir gesagt habe. Etwas in deinem Leben ist schon längst zu Ende gegangen. Aber du hast immer noch darauf zurückgeblickt und hast ein gewisses Muster entwickelt, die jetzt losgelassen werden möchte. Vielleicht bist du in diese Energie reinkatapultiert, wo du das Gefühl hattest, dich kontinuierlich rechtfertigen zu müssen gegenüber anderen Menschen, oder hast vielleicht sehr, sehr stark mit Neid und Missgunst zu tun bekommen im Außen. Vielleicht musstest du aber auch aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast in deiner Vergangenheit, kontinuierlich wegen deiner Überzeugungen angegriffen werden oder auf deine Standfestigkeit und Wachheit geprüft werden. Dass du mit Widerständen zu tun bekommen hast und kontinuierlich und konsequent dich behaupten musstest in den Bereichen deines Lebens. Und das ist auch das, was das Universum sagt, da schlägt der Sensor rein. Da blickst du zurück, das ist das, was jetzt wirklich durch das Portal nicht mehr mitgehen sollte, sondern weil der Tod ist schon vorausgegangen, das Ding ist tot, was auch immer hier war, hat seinen Dienst erfüllt. Und es geht einfach nur noch darum, dass du jetzt einfach die Emotion mit dieser Talschakra-Karte, was damit verbunden ist, noch aufarbeitest, ausheilst oder vielleicht auch einfach ein klärendes Gespräch suchst, was auch immer. Ja. Während hier die Sense reinschlägt, was mir einfach sagt, dass der Tod sich jetzt um das kümmert, das da ist dein Blick nach zurück und das da ist das, was jetzt wirklich deine Aufmerksamkeit fordert, ist, dass jetzt diese ganze Auseinandersetzungen, diese ganze Neid und Missgunst anderer, dich dauernd verteidigen zu müssen, dauernd Ellenbogenkämpfe zu haben, dauernd mit Widerständen zurückbekommen, dass das jetzt auch zu Ende geht, dass das Universum dir das jetzt nimmt und der Sieg kommt, weil man sagt immer auch bei dieser siebten Stäbe, je länger du ausdauernd bleibst, dann wirst du siegen. Wenn du standhaft bleibst, wirst du siegen. Ja? Und weil du standhaft geblieben bist, nimmt das Universum jetzt all diese Widerstände von dir weg, wo du jetzt die letzten 13 Jahre, die beiden Themen könnten tatsächlich seit über 13 Jahren Teil deines Lebens sein. Es könnte aber auch zum Beispiel zweimal 13 Jahre repräsentieren, weil der Tod steht zwischen diesem Widerstand und zwischen dieses Loslassthema. Vielleicht hat es seinen Lauf vor 13 Jahren genommen. Oder vielleicht sogar früher, aber vor 13 Jahren ist es dann zu einem endgültigen Ereignis geführt worden, die dann diese ganzen Energien ausgelöst haben. Was ich aber auch sehe, was das Portal dir jetzt bringen möchte, also welche Türe sich jetzt für dich öffnet, ist der Herrscher und die Herrscherin-Karte. Für mich persönlich sind der Herrscher und die Herrscherin die göttlich-weibliche und die göttlich-männliche, die ihre Ego noch zu bewältigen haben, während die Hofkarten, der König und die Königin, erstmal müssen lernen, ihre Meisterschaft über ihre Elemente zu erlangen, sprich ihre Geist, ihre Worte, ihre Energien, in welche Richtung sie was lenken, um das zu manifestieren oder auch nicht zu manifestieren. Und natürlich aber auch die Energie der Schwerter mit der Kommunikation, mit den Entscheidungen, die man trifft, aus Wut oder aus Liebe oder rational oder irrational. Und natürlich die Kelche, die emotionale Meisterschaft über sich zu erlangen, wie am Endeffekt auch natürlich mit der allerwichtigsten Energie, das zu manifestieren, was wir wollen. Und dann werden, wenn sie all diese vier gemeistert haben, werden sie zu dem Herrscher und der Herrscherin. Und es sieht so für mich aus, dass du jetzt in dieser Position bist. Ich bin immer noch der Meinung, dass die wahrhaftigen göttlich-weibliche und göttlich-männliche die Hohepriester und die Hohepriesterin sind. Aber das ist das Position, in dem es geht. Für mich persönlich fühlt sich auch so an, dass da das männliche und das weibliche Anteile in dir geheilt werden, auf Augenhöhe sind, sich begegnen jetzt.
Natürlich kann das auch mit Partnerschaften zu tun haben, dass man jetzt den Partner begegnet, Partnerin begegnet, zu dem du bestimmt bist. Diese 11-Portal wird dich dahin führen, mit dem Menschen zusammenzukommen, die auf der gleichen Augenhöhe ist wie du, weil beide stehen sich hier. Es kann möglich sein, zwischen diesen und diesen ist der Mond. Und es kann möglich sein, dass da hier noch einige Diskrepanzen gibt, wo noch müssen angeschaut werden, geheilt werden und geklärt werden zwischen diesen beiden Energien, ob das jetzt mit deiner Gegenüber zu tun hat oder mit dir selbst und mit deiner eigenen männlichen und weiblichen Seiten, das sei dahingestellt. Aber der Herrscher und der Wagen repräsentieren für mich, dass hier Bewegung reinkommt. Dinge, die stagniert waren, kommen in Bewegung. Der Wagen ist der schnellste Karte im ganzen Deck. Danach kommt die 8. Stäbe. Das heißt, die Dinge fangen an, Fahrt aufzunehmen. Du beginnst jetzt wirklich die Zügel in der Hand zu nehmen und in die Eigenverantwortung zu kommen, um das zu manifestieren, was du gerne möchtest. Und wenn wir jetzt würden den Herrscher und die Herrscherin nicht als Personenkarten nehmen, dann würde das für mich bedeuten, dass du jetzt die Zügel in der Hand nimmst mit diesem 11-11-Portal, wo es dann einfach wirklich darum geht, mit Mut und Zuversicht, dieses Neubeginn, die auf dich wartet, wo du auch mit diesen vorherigen Karten gesehen hast, umzusetzen. Ja, es kann sein, dass es um deine Selbstständigkeit geht, weil der Wagen spricht oft über Selbstständigkeit und der Herrscher ist der Selbstständigkeit. Vielleicht hast du da etwas getan oder an einem Projekt gearbeitet, die jetzt den nächsten Schritt bekommt, das jetzt in Bewegung kommt und dass du befördert bist, ein Neubeginn startet oder in einen neueren Level sich weiterentwickeln. Das bedeutet für mich, wäre das jetzt in diesem Kontext, wenn du jetzt nebenberuflich selbstständig warst, sehr lange, beginnst du jetzt hauptberuflich selbstständig zu werden. Wenn du in einem Bereich deiner Selbstständigkeit bis jetzt deine Energien investiert hast, beginnst du jetzt in mehrere Bereiche etwas Neues zu lernen. Das heißt, es verändert sich etwas in dieser Branche, wo du jetzt bist oder in diesem Bereich. Kann natürlich auch mit Beförderung zu tun haben in der Firma, dass eine neue Epoche für dich beginnt, wo du Anerkennung bekommst für deine harte Arbeit, die du geleistet hast, weil du einfach ausdauernd geblieben bist. Wie gesagt, neue Beziehungen können mit dem Wagen auch angesprochen werden, aber ich sehe hier, dass es einen neuen Horizont für dich öffnet und dass du dich von dieser Gefangenschaft, in dem du dich hier in dieser Energie befunden hast, weil du es jetzt endlich loslässt, ab dem 11-11-Portal ein starkes Selbstbewusstsein bekommst und deinen Horizont erweiterst und dich von dieser Gefängnis befreist, ja, beginnst die Angelegenheiten sofort und entschlossen und gezielt in Angriff zu nehmen, um in die Eigenverantwortung zu kommen mit dem Herrscher, mit dem Vater-Mutter-Thema könnten auch sein, dass da Ahnenlinien geheilt werden, aber du beginnst deine Absichten und Pläne beharrlich zu verwirklichen, in die Eigenverantwortung zu kommen, in die Stabilität, in die Ordnung. Ja, das heißt, ein männlicher Part übernimmt seine Rolle, wo dafür steht, Stabilität, Ordnung, Kontinuität und Disziplin zu entwickeln, um diese Selbstständigkeit voranzutreiben oder diese Beförderung oder diese Arbeit oder diese Partnerschaft, während die weibliche Aspekt von dir die Fruchtbarkeit und die Kraft und die Geduld und die Liebe dahin bringt, um die Dinge wachsen zu lassen. Die Kreativität gepaart mit der Disziplin führt wirklich zu etwas Großartiges. Es führt zu Zuwachs, zu Veränderung. Und wenn du jemand bist, der gerne schwanger werden möchte, wäre das vielleicht auch eine Botschaft an dich, dass jetzt der beste Zeitpunkt dafür ist. Ja. Und ich sehe aber auch hier, dass da die Dinge, die du hier investiert hast, all das, wofür du gearbeitet hast, wird jetzt auf eine fruchtbare Boden treten und für Wachstum und Veränderung sorgen, für denen du sollst jetzt aber offen sein, weil das wird jetzt sehr schnell in Bewegung kommen. Ja. Und ja, wir haben hier den Mond und der Mond bittet dich, dass du dich mit einerseits mit deinen Träumen befassen tust, mit deinen Illusionen befassen tust, dich von dem befreist. Und interessant ist, dass der Mond direkt unterhalb von der 4. Scheibe aufgetaucht ist. Und ich denke auch, dass diese Dinge, an denen du festgehalten hast, egal in welcher Form sie auch waren, ob das Erfahrungen waren, Muster waren, die du dir entwickelt hast, Personen waren, Blockaden waren, Suchtverhalten waren, jeder hat eine andere Geschichte, bitte pick für dich deine Geschichte aus. Oder eine Person war, an dem du festgehalten hast, eine Emotion war, an dem du festgehalten hast, dass das da jetzt sein Ende findet, ja. Dass das wirklich noch einmal vielleicht aufpoppt, damit du es anschaust. Und wenn ich das da drunter gucke, ist diese Illusion, die dann bricht, ja. Der Mond spricht immer davor, achte auf deine Träume
Und aber auch befreie dich von dem Illusion, an dem du festgeklammert hast. Und deine Unsicherheiten und Ängsten und Unklarheiten diesbezüglich könnten auch natürlich hochkommen und fordern von dir auf, dass du mit dem männlichen und der weiblichen Aspekte in dir selbst die dem stellst, ja. Und auch deine Sehnsüchte endlich mal nachgehst. Es kann auch möglich sein, dass du aufgefordert wirst, noch einmal mit all diesen Ängsten dich zu befassen, die dich daran gehindert haben, voranzukommen. Und sehr spannend finde ich auch den Eremiten, weil er auf den Kopf rausgeflogen ist. Aber ich habe es nicht als etwas Negatives gesehen. Du hast sehr viele große Arkanen hier, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Eremit dir jetzt sagen möchte, schau nach innen, finde dein, kristallisiere deinen eigenen Weg. Ich glaube, dass du aufgrund von diesen ganzen Ereignissen hier dich in eine sehr, sehr lange Isolation begeben hast, wo vielleicht Dinge nicht mehr so vorangegangen sind, wie es hätten sollen. Ja, und du bist ja sehr lange da. Du bist sehr lange in diesem Eremitenmodus. Ja, du bist sehr lange in dieser, sich klar zu werden darüber, in welche Richtung soll mein Leben gehen, was soll ich jetzt in meinem Leben manifestieren, wie kann ich meine alten Ziele überprüfen und Ansichten umsetzen. Alleine sein, ja, in sich gehen, abschalten, sich selbst zu finden. Und jetzt geht es darum, weil der Eremit blickt ja auch auf den Empress. Und selbst wenn wir die Schattenseite von dem Eremit angucken, hat das mit Isolation, mit Verbitterung zu tun, die mit der Energie von der vierten Scheibe ist, was ich auch gesagt habe, als der einzige Karte auf den Kopf kam, dass es mir zeigt, dass diese 11-11 all diese Stagnationen, die durch diesen zwei Karten hier passiert sind in deiner Vergangenheit, wo jetzt mit dem Tod natürlich dir genommen wurde, dass das jetzt in die Heilung geht, dass das aufgelöst wird, dass das jetzt in Ordnung kommt für dich, ja. Und dass du jetzt da wirklich authentisch deinen eigenen Weg gehen kannst, weil du lang genug dich selbst bespiegelt hast. Und jetzt geht es auch darum, diese Isolation zu verlassen und schnell zu handeln. Wir haben nochmal eine schnelle Karte. Der Reiter der Schwerter ist oft eine aggressive Karte, ja. Es ist aber auch eine Zeitkarte und ich glaube, dass das eigentlich für die Zeitkarte steht und nicht für die Aggression. Aber auch mit der Wille voranzugehen. Das heißt, selbst wenn es notwendig ist, müssen wir manchmal den Schwert erheben, um nüchtern unsere Konflikte auszutragen. Und ich habe so das Gefühl, überall dort, wo du die Konflikte aus dem Weg gegangen bist, beginnst du jetzt wirklich die Konflikte auszutragen und diese Krise zu überwinden. Und dieser 11-11-Portal wirklich aktiviert dir diese Türe. Es öffnet diese Türe genau zu diesen Themen, dass endlich in die Heilung gehen dürfen. So schön. Ich freue mich für uns alle, weil es langsam wirklich auch Zeit ist. Okay, wir schauen mit der Zitadelle-Karte noch hin, was da für dich noch wichtig ist zu wissen in Bezug auf diesen 11-11-Portal. Also welche Türe öffnet dieser 11-11-Portal als Bestätigung für das, was wir jetzt in den Taros gesehen haben. Spirit, was ist wichtig für meine Community über diesen 11-11-Portal in seinem Leben oder in unserem Leben zu wissen? Ja. Guck mal, Kurskorrektion, ja, Inheritance. Es geht hier, achte auf die Glocke. Die Glocke ist da. Die Zeit ist jetzt da, in Bewegung zu kommen. Ja, was ist denn? Was ist denn, Cleo? Na dann komm. Cleo, komm her. Was ist wichtig? Welche Türe öffnet diese 11-11-Portal für meine Community? Cleo, komm her. Die Türe, die sich hier für dich öffnet, ist Beziehung und Verletzlichkeit passt auch zu der vierten Scheibe, weil die vierte Scheibe ist genau das Gegenteil von Verletzlichkeit. Ich habe dir gesagt, es kommen jetzt die richtigen Menschen in deinem Leben. Und diese Glocke bringt jetzt, diese Glocke ist auch das Zeichen, es klingelt jetzt an die Türe und der 11-11 öffnet dir die Türe. So sehe ich es auch gerade, ja. Es klingelt jetzt und dann kommen die richtigen Beziehungen in deinem Leben, ob das geschäftlicher sind, partnerschaftlicher sind, wie auch immer, ja. Und es ist jetzt wirklich auch die Zeit gekommen aus diesen. Also es bringt dir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und deine Ziele zu erreichen. Die Karten kommen nicht auf den Kopf, weil einmal ist obendrauf die positive, einmal die negative. Wenn die Karten auf den Kopf kommen, dann ist das meistens immer die untere Botschaft, aber alle Karten sind gerade rausgeflogen. Ja. Es geht jetzt hier darum, dass du die Meisterschaft über dich selbst erlangst. Dass dieses Portal öffnet dir die Türe zum Glück und zur Großzügigkeit. Ja, die Muse klopft an deine Türe.
damit du das erreichen kannst, was du möchtest. Und der Diviner, der Divine Timing, göttlicher Timing, jetzt ist die göttliche Timing für diese Wachstum. Schau mal, wie diese Frau diese Blume in ihren Hand hält, die jetzt gerade aus dem Samen herausgewachsen ist. Das heißt, du hast jetzt lang genug an den Samen gearbeitet. Klar, die Blume ist noch verletzlich, aber es ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, dass du deine Aufmerksamkeit zu den Details wendest, die jetzt notwendig sind, dass du aus deinem Leben rausschneidest, damit du wirklich auch kannst, dieses Zähle, dieses Energie zu manifestieren. Ja? Und überall dort, wo du vielleicht von Problemen weggelaufen bist, jetzt stellst du dich und dadurch werden sich auch die Themen klären für dich. Sehr schöne Karten. Okay, dann lass uns mal schauen, was ist die Botschaft vom Spirit an dich und dann beenden wir dieses Reading. Spirit für dich. Ich glaube, ich werde heute die Karten von den Heilern des Herz nehmen und die Karte von Cleo und die Karte von der Spirit Oracle und natürlich die wichtigste Karte, der Lightworkers Oracle Karte. Ich glaube, das sind wichtige Botschaften dabei. Ich verbinde mich mit Spirit, mit meiner geistigen Führer, mit der geistigen Führer, all denen, die hier hingeführt wurden, sind für dieses 11-11 Portal Reading. Bitte, Ständer, die rutscht, weil ich kein Tuch darunter getan habe. Sorry, ich muss das nächste Mal so eine Mauspad darunter tun, damit es nicht immer rutscht. Spirit, welche Botschaft hast du an meine Community zum Abschluss dieses Readings? Welche Botschaft hast du an meine Community zum Abschluss dieses Readings? Für unsere 11-11 Portal. Göttliche Hingabe. Divine Devotion. Dann nehme ich von The Human Spirit Oracle. Spirit, deine Botschaft an meine Community. Head over heels, Kopf über Kragen. Das ist wieder so ein Liebesthema, was jetzt da kommt. Also ich weiß nicht, ob da jetzt dort ich Hals über Kopf in irgendetwas hinein katapultieren werde. Entschuldigt bitte, wenn da ich gehe jetzt und hole jetzt den Maus, weil das nervt mich tierisch. So, ich hoffe, das hält auch. Also Kopf über Kragen, also Kopf über Kragen und Kopf über Heels. Heels ist ja eigentlich Kopf über Stöckeln oder Stöckelschuhe, aber ja. Kopf und Kragen, wir werden gleich sehen, was das die Botschaft sein wird. Spirit. Was willst du? Gefangenes Herz. Was habe ich euch gesagt? Das Herz, wo oft zu war, wo all diese Energien in eine Stagnation gebracht hat, dass du nicht mehr vorangekommen bist, weil dein Herz blockiert war, weil diese Stagnation, weißt du, wenn wir uns das Herz für die Liebe verschließen, verschließen wir das Herz auch für alles andere. Das ist das Problem, das viele von uns nicht erkennen. Ja? Und das ist, glaube ich, was jetzt hier sich für dich geändert hat. Und wir schauen jetzt noch die Botschaften über die Bücher an, was die bedeuten. Also wir haben als allererste die Karte Divine Devotion. Und gerade eine Minute und 11 Sekunden wurde das jetzt aktiviert. Divine, welche Nummer ist das? 43. Du erhältst eine Seeleninfusion aus dem sechsten Strahl
der Hingabe. Das soll deine Seele bei dem Wachstum dienen und wird dir helfen, ein unzerbrechliches Vertrauen in deine höheren spirituellen Prinzipien und wird dir Unterstützung zu erlangen und wird dich unterstützen, die manifestierende Macht der Glaube zu entwickeln. Du wirst ermutigt, deine spirituelle Praxis dir zu erlauben, deine emotionale Heilung voranzutreiben. Dann werden deine Glaube sich mit deinen höchsten möglichen Schwingungen der Liebe ausrichten, um deine Intentionen zu beeinflussen, um das zu manifestieren, was du wirklich möchtest. Wenn der sechste Strahl erscheint, wirst du an die Macht der Liebe erinnert, die mächtigste Macht in diesem Universum. Zweifel oder Verwirrungen. Love is motivating consciousness for Liebe ist motivierender Bewusstsein. Viel, viel stärker als die Angst, Wut, Zweifeln oder Verwirrung. Liebe ist der Fundament der authentischen spirituellen Hingabe. Hingabe auf den Praktiken der Liebe ermächtigen dich deinen überlieferten Glaubenssätze und Herausforderungen zu widerstehen, zu verbessern. Sorry, ich muss das immer jetzt zuerst Englisch lesen, bevor ich es auf Deutsch übersetze. Die Herausforderung mit der sechsten Strahl ist nicht in der Glaubenssystem der Fanatischen, den Urteils und des Spaltungs sich zu verankern. Es ist wichtig, dass du, während du dich dem hingibst, was du wirklich möchtest, dass du immer den mittleren Weg aussuchst und immer bei dir selbst bleibst. Der sechste Strahl ist das Geschenk der Kraft und Ausdauer, Berge zu versetzen mit der Macht der Liebe. Wenn der sechste Strahl der Hingabe erscheint, wirst du Unterstützung erlangen, die weltliche Macht in Form von Fülle oder eine Chance oder Verbindungen zu erlangen, die dich ermöglichen tut, deine Herausforderungen jetzt zu überwinden. Wenn du dich mit dieser Frequenz verbindest, deine Macht verbindet sich mit dem Macht deiner Seele und wird dein Bewusstsein so dermaßen erhöhen, dass du all die Hindernisse, die in deinem Leben sich gerade zeigen, mit Leichtigkeit und mit Liebe bewältigen kannst. Also achtet bitte auch darauf, dass ihr nicht in diesen Fanatismus verratet, von einem Extrem in den anderen Extrem. Ja, denkt immer daran, Gesetz der Polarität. Alles ist eine Perspektive, also Relativität ist alles ist eine Perspektive und Polarität sagt, es gibt von beiden Seiten eine Extrem. Die Antwort liegt immer in der Mitte. Gut, dann schauen wir Head over Heels, was die uns für eine Botschaft hat. Welche Nummer hast du? 29. Okay. Liebe. In drei Sprachen. Love, Amour und Je t'aime. Also es geht definitiv um Liebe. These things that makes your heart speed up our pulse, quicken, give us endless butterflies in our stomach. Es geht hier um die Liebe. Es geht hier darum, mit dem Leben in Liebe zu fallen, also dich in das Leben zu verlieren, zu verlieben, in dem zu verlieben, das dir die Freude des Lebens schenkt und dich voll und ganz darauf einzulassen. Egal, ob das eine neue Beziehung ist, eine neue Partnerschaft ist, eine neue Geschäftsvertrag ist, was auch immer du tust,
mit ganzem Herzen und verlieb dich in dem, was du tust. Geh niemals wütend ins Bett und geht nie, danke Merkur, in Streit auseinander, denn ihr wisst nie, was am nächsten Tag passieren wird. Ja, also Liebe, Liebe, Liebe scheint da eine ganz, ganz wichtige Botschaft zu sein mit diesem Portalaktivierung. Dann haben wir den 17. Und die Botschaft sagt, verlasse deine Komfortzone. Liebes Herz, ich weiß, du fühlst dich gefangen und verwirrt, weil du nicht weißt, wen du um Hilfe bitten kannst und welche Richtung du einschlagen sollst. Manchmal scheint es so, als wäre immer irgendjemand aufgebracht und enttäuscht, egal was du tust. Innerlich bist du vielleicht unsicher und erlaubst dunkle, eindrückende Gefühle. Eventuell hast du sogar das Bedürfnis, das Ganze einfach zu unterdrücken und dich zu betäuben. Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Jedoch gibt es einen weiteren Teil von dir, der sagt, bitte, bitte atme und fühle. Es wäre zwar einfach, dich ständig abzulenken, doch wirst du dazu aufgefordert, deine Gefühle anzunehmen und dir von ihnen zeigen zu lassen, was du tun musst, um mehr Freiheit zu erlangen. Das kann am Anfang sehr unangenehm sein, da du eventuell eine toxische Beziehung beenden, deinen Beruf wechseln, alte Gewohnheiten ändern, in eine neue Gegend umziehen und oder Verantwortung für deine finanzielle Situation übernehmen musst. Was immer es ist, du musst der Wahrheit ins Auge blicken und den Mut aufbringen, deine Komfortzone zu verlassen. Nur so wirst du dich selbst finden und deine Wahl treffen können. Es spricht alles für sich. Wir beenden dieses Reading, indem wir noch eine letzte Karte von den Engeln der Führung für dich ziehen, was wichtig ist für dich zu wissen für diesen 11-11-Portal-Aktivierung. Die Botschaft von der geistigen Führer an meine Community für diesen 11-11-Portal. Okay. Trauer. In deinem Trauer sind wir zwei. Lass mich dein Licht sein. Ja, setze dich mit dieser ganzen Trauer auseinander, was mit diesem Loslassprozess zu tun hat, weil ich sehe, dass da bei dir mit diesem 11-11-Portal viele Dinge losgelassen werden dürfen. Ja, fühle. Verbinde dich mit deiner Quelle und erfahre unendliche Fülle. Fokussiere deine Gedanken auf das Positive und nicht auf das, was du verlierst, sondern auf das, was du dadurch gewinnst. Ja, und Vergebung. Was für eine Überraschung. Lass das Vergangene los, umarme die Freiheit der Vergebung. Vergebung bedeutet nicht gut zu heißen, was andere Menschen dir angetan haben, sondern es bedeutet lediglich, dass du den anderen die Macht entziehst, dich zu kontrollieren. Und Güte. Schenke ein Lächeln. Güte bezaubert die Seele. Das ist auch das, was ich dir jetzt am Abschluss als Botschaft mitgegeben hätte. Wir leben in einer Welt, das sehr viel Kälte und sehr viel Schmerz, sehr viel Korruption und gerade sehr viel ans Licht kommt, wo viele Menschen Angst macht. Das entschuldigt natürlich das Verhalten von manchen dieser Menschen uns gegenüber nicht oder anderen gegenüber nicht, aber wenn wir mit Güte und mit Mitgefühl diesen Menschen entgegentreten, schenken wir ihnen die Möglichkeit, aus diesen Angstenergien auszusteigen. Und ich habe das Gefühl, dass das wichtigste Botschaft, was ich dir mitgeben möchte für diese Zeit, wo jetzt auf uns zukommt, ist, dass du dich mit Menschen umgibst, die gleichgesinnt sind wie du, und aber im Außen diese dunklen Energien keine Macht gibst, sondern Menschen Hoffnung schenkst. Dass du da nicht bei diesen Wut mitmachst, bei diesen Energie der vielleicht Spaltung, Trennung, Angst machen, sondern dass du die Menschen Mut machst, mit Güte ihnen entgegentrittst und ihnen eine andere Version der ganzen Geschichte zeigst. Man kann es so oder so sehen. Ich sage meistens immer, wenn die Leute sagen, ja, aber das und das und das wird jetzt geschehen, dann sage ich, das ist immer alles eine Perspektive. Du kannst das so sehen, du kannst es aber auch so sehen. Und wenn ich sage, du könntest es so sehen, dann merke ich, wie die Leute sofort dann neugierig werden und dann sagen, ja, du hast recht, so habe ich es gar nicht gesehen. Und manchmal braucht es einfach einen Schubs für jemanden, damit diese Person seine Energien in die richtige Richtung lenken kann. Sei du das Licht in dieser Dunkelheit für die Menschen, die es jetzt brauchen. Denn du bist diesen Weg schon gegangen. Wir sind sie alle gegangen.
Und wir wussten, dass der Tag kommen wird, dass wir die anderen abfangen. Und das können wir nicht mit Wut, das können wir nicht mit der gleichen Sprache wie sie auf uns zukommen, sondern wir können das nur mit Liebe, mit Mitgefühl und mit Gnade. Meine Seelensterne, ich drücke euch aus der Mitte meines Herzens. Ich liebe euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und für diejenigen, die auf ihre Readings warten, ich werde jetzt heute Abend noch eine drehen und dann starte ich jeden Abend jetzt ein Reading und werde bis Ende nächste Woche alle Readings draußen haben, die noch auf Warteliste sind. Von den letzten, die neuen, die reingekommen sind, die haben ja 2 bis 3 Wochen Wartezeit. Bitte habt da Geduld, ja? Ich drücke euch. Wenn du möchtest, gerne ein Reading mit mir buchen. Du hast jetzt noch die Gelegenheit, bis 23. bei mir Readings zu buchen. Danach schließe ich die Readings-Annahme bis Ende Jahr und erst ab nächstes Jahr könnt ihr wieder bei mir Readings buchen. Also wenn du jetzt möchtest eine private Reading bei mir buchen, dann findest du all die Informationen in der Infobox. Ich freue mich auf dich und ich drücke euch aus der Mitte meines Herzens. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Namaste. Und natürlich eine wunderschöne 11.11. Portal.